Willkommen zurück, meine Freunde der guten Unterhaltung, die meistens nicht durch mich gesponsert wird, sondern durch irgendwas anderes, was in eurem Leben passiert. Wie versprochen, erkunden wir das jetzt. Jetzt weiß ich nicht, ob da die Gegner wieder da sind. Ihr seht, ich habe geladen, deswegen ist das wieder da. Denn zu dem jetzigen Zeitpunkt, zu dem ihr das hier anschaut und ich noch kein Star bin oder Fame oder irgendwas, ja, Tatsache, habe ich noch einen realen Job. Den werde ich auch vermutlich mein fast ganzes Leben weitermachen. YouTube hin oder her, das, also da muss schon viel passieren, dass sich das rendiert. Und ja, genau, deswegen muss ich pausieren und habe auch andere Sachen zu tun. Anstrengend, ja, aber machbar. Nicht wahr? So, warum ist hier überall so Brutzel-Dutzel-Kristall? Ah, der kommt wieder, das heißt, hier muss was passieren. Hm, hier ist auch einer. Geh mal da weg, Junge! Aha, da ist was kaputt gegangen. Schauen wir mal da rein. Ah, genau, das war das Licht. Das wird hier benötigt. Aber ich würde gern erst... Ach so, da kann nur der Junge rein. Kann ich ihn da nicht hochheben? Jetzt soll er das mal klären, da seine Drogengeschäfte dahin. Was ich mir auch überlegt habe, ob ich offline, nachdem ich das hier gemacht habe, Glut und sowas farme, um mir den letzten Teil der Rüstung zu organisieren. Ich habe nachgelesen, die in Niflheim, beziehungsweise die Valkyrenrüstung, ist die stärkste Rüstung. Danach kommt diese Nebelkacke da aus Niflheim. Und diese Feuerdinger, da gibt es ja drei verschiedene, je nachdem Stärke, Abwehr, Vitalität oder irgendwie so. Ich habe ja Stärke genommen und mir fehlt noch ein Teil. Und ich überlege, ob ich das hole, beziehungsweise die anderen beiden Teile, die ich trage, noch verbessere. Und so viel Text für so wenig Schnauf in der Lunge. Was steht da? Da steht, wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Oh Mann. Er lernt's nicht, gell? Aua! So, kaputt! Junge ist schon stark. Aber er ist halt auch noch... Hoppala. Kein Gott. Ich hatte mal Skrupel, die umzubringen. Da ist der... Ohne Schmarrn, ich würde ihm gern den Anus versohlen. Mit einer Ananas. Einfach da nein. Ach, das ist auch so ein Windding. Okay, aber wie kriege ich denn das Windding hier hin? Vermutlich durch dieses Rad, das ich drehen kann. Werden wir rausfinden. Indem wir es jetzt einfach ausprobieren. So, komm mal her da. Und dann da. Was geschieht jetzt? Aha. So viel gleich. Das ist ja... Also wirklich... ein Fetzen Respekt an die Leistung. Was wollen die von mir? Egal, dann gehen wir mal da hinten in den Tunnel. Das wird wohl das
offensichtlichste Ziel sein dann. Da liegt auf jeden Fall was. Sieh her. Von mir aus. Von mir aus. Alter, du bist Vater. Erzieh den Jungen mal. Schatzkarte. Wo sie nie suchen würden. Was ist denn das? Da ist schon wieder Gesicht. Die Küren werden mich bis zum Ende jagen. Wenn sie das meine wollen, verstecke ich es direkt vor ihren Nasen. Ah, das ist der Thron. Einer von den 9 Thronen. Throns, Throne. Was auch immer. Mehrzahl von Thronen. Ich hab vergessen, wie man da hinkommt. Oh Junge, sei mal nicht so. Stirb! Noch nicht. Alles klar. Das ist schon eng hier. Hey, was macht der? Hallo? Hä? Mach auf! Nicht rein. Oh oh. Er sagt halt nicht mal mehr was. Wenn er mir was hinschmeißt. Okay, was kriegen wir da so? Hacksilber, Leben. Vergessenes Herz, das hilft bestimmt mal. Frostziegel des Fokus, Zauber gegen Frostangriffe. Okay. Vergessene Trümmer. Wir hatten ja jetzt schon eine Feuerwalküre und eine Blitzwalküre. Dann gibt es bestimmt auch eine Frostwalküre. Da hilft uns sowas. Ja. Die Sache ist bloß die. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle mache. Also da bin ich mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Das wird sich noch zeigen. Ist da irgendwas? Nö. Ein Reifen. Nimm halt den Reifen mit. Ah, okay, da brauche ich dann den roten Stein. Da hängen überall diese Dinger rum. Mann, kaputt machen, habe ich gesagt. Warum hängen die da eigentlich? Sollen die für Feinde sein? Was ist hier da so in den Raum? Da hat es Bumm gemacht, heißt Bumm nicht normalerweise Feindkontakt? Hm? Hier geht's einfach nach oben, okay. Von mir aus. Oh Junge. Ein bisschen mehr Begeisterung. Oh, ein Becher. Bisschen mehr Begeisterung. Ja. Was da wohl ist. Das ist schon nervig, dass er so komplett trotzig arrogant geworden ist. Also das tut mir echt ein bisschen leid für Kratos. Also das hat selbst er nicht verdient, muss ich jetzt mal schon behaupten hier. Ach, da ist Sindri. Cool. Sindri könnte ich brauchen. Sindri! Sindri! Mo-a-a-a. Mystische Schulterrüstung der Klarheit. Anzeigen.
Ja, verschlechtert alles außer Abklingzeit, das wollen wir nicht. Denn wir haben glühende Rüstungen. Ah, hier gibt es bestimmt eine Nebenmission oder so. Oder? Dann lasse ich mal alles stehen und liegen. Dann raffe ich mich wohl mal auf. Vielleicht auch nicht, was auch immer. Kaufen. Nee, verkaufen will ich. Brustrüstung braucht kein Mensch. Schön, dass meine teuren Werkzeuge von Nutzen sind. Brauche ich auch nicht. Artefakte, verzierter Becher, komm. Knall weg den Dreck. Ressourcen behalte ich auch. Da ist nix. Kaufen. Zauber. Muspelheims Auge der Kraft. Verbessern. Verbessern gefällt mir. Ich mag Verbesserungen. Leviathan-Axt geht nicht. Klausklingen gehen auch nicht. Klauenbogen. Willst du dir von meinem Bruder helfen lassen? Also noch etwas für dich? Kurz gucken. Da ist sogar eine Valkyrenrüstung. Bekommt man direkt von den Valkyren. Schwellender Schwefelkampfgurt. Warum habe ich den nicht ausgerüstet? Ach, weil ich ihn nicht verbessert habe, oder? Macht der Valkyre, das habe ich sogar. Das habe ich sogar. Ich trage einen Valkyrenteil. Das wird verbessert. Die Macht der Valkyre. Bam, 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 bam. Stimmt, das wäre eine Überlegung wert, ob ich nicht. Boah, geht meine Gesundheit dann runter. So. Ich mach's jetzt einfach mal, weil ich's kann. Andvaris Seele. Auge der geflügelten Auserwählten. Ein Geschwindigkeitsschub und beim Reisen eine größere Distanz. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Aber ehrlich gesagt, hätte ich gern was, was meine Vitalität wieder etwas erhöht. Ah, oh, das ist schon ausgerüstet. Habe ich da nichts? Nur das da. Denn ich habe ordentlich an Vitalität eingeboost, ehrlich gesagt. Aber andererseits, sinnvoll wäre ja sowas. So. Damit trage ich eine komplette Rüstung aus Feuer, die ich theoretisch irgendwann mal verbessern kann. Hallo erstmal. Warum bin ich jetzt einfach am Gipfel? Da stimmt was nicht mit dem. Safe wetten. Aua! Ha, einer ist schon tot! Aua! Aua, Mann! Ich bin der Maserati unter den Schlechtern! Pam, 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 pam! Noch einer, Mann? Hä, da ist doch noch was. Ich seh's doch! Hä? Eingelegtes. Vorsicht! Wo denn?
In der Tür! Überhaupt nicht arschig, so eine Aktion. Hallo! Weltenstaub! Damit kann man wieder tolle Sachen machen. 4 von 18 geschlossen. Jetzt, was bist du? Halt, da ist Leben. Das wollen wir erst haben. Bam, mal da! Was bist du? Niflheim? 3 von 4. Nice! Ja, frieren tut er, oder? So menschlich ist er dann doch noch. Der übermäßig krasse Gott. Wo geht's wohl dahin? Warum gibt's hier zwei Richtungen? Nix verstehen! Ich geh mal da hoch. Ich hoffe, dass da jetzt... nicht das Unheil auf mich... Habe ich eigentlich, Entschuldigung, alles geskillt mittlerweile? Ja, ja. Ja. Ja, okay. Der Atreus bräuchte mal... Atreus bräuchte mal eine neue Rüstung. Schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Ja, ja, was auch immer, Mann. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich darf gleich kämpfen. Aber das macht mir gar nichts. Ich bin der Metzgermeister Eder mit seinem Pumuckl. Bin ja gespannt. Irgendwas muss ja jetzt noch passieren. Da sind auf jeden Fall Wurzeln. Die werde ich beseitigen, weil ich es kann. Und dann klettern jetzt wir wieder hoch. Gleich da. Endlich. Ja. Und gleich kämpfen wir. Das Junge, war's doch noch nicht. Die Rune. Das war doch zu einfach jetzt, hallo? Boah, das bewegt sich. Mach, Junge. Und jetzt? Ritz da lang. Er hat das da einfach hingemalt. Wie hart ist der Junge eigentlich? Was der so kann? Na? Hoppala. Da. Noch einer. Da. Na also. Auf geht's nach Jötunheim! Wow! Jötunheim! Geschafft! Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Da ist er! Vermisst. Baldur! Die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du brauchst! Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos. Der Junge. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Oh oh. Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jürgen! Dämlicher Hurensohn. Verschwinde, Junge. Ja, yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhe, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit.
Alter! Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Hinterher, Mann! Atreus! Heilige Scheiße! Kommt denn der Drache her? Weißt du nicht, wann es genug ist? Bleib weg von meinem Sohn! Ach, okay. Ihr haltet mich nicht auf! Ich mach dich fertig! Warum sterbt ihr nicht? Verreckel! Recke! Balde! Krass! Aber der lebt eh noch. Das war noch nicht alles. Ah! Kommt der denn jetzt hier? Ah! Der Drache! Alles klar. So kann man auch einen Sturz überleben. Also Standard. Superheldenlandung. In God of War Style. Wer hat die Brücke aktiviert? Hey, ich habe dich etwas gefragt. Bestimmt! Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Au! Ist vorbei. Wirklich? Tu was! So sei es. Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Herzens. Was hast du getan? Junge! Einfach aufs Maul, Alter. Ohne Rücksicht. Ah! Helheim? Junge. Hier. Perfekt, ich nicht. Okay.
Ich bin gerade hart am Limit, Alter. Wo bist denn du? Hallo, ich sehe dich nicht. Ach, da. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater. Und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Oh, wie klärt er ihn eigentlich auf, wenn der mal reif genug ist für Bienen und Blümchen und so? Eieieiei. Ein Gott muss der Frau sein Blitz reinrammen. So, das war ein cooler Kampf. Fand ich jetzt wirklich cool. Ich schaue auf die Uhr, ich habe noch ein paar Minütchen, dann gehen wir noch ein Stück. Oder auch nicht. Wo ist denn der Ander gelandet? Oh, ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tirs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, der ist tot. Wenn du das Herz rausgerissen hast, sind wir hier schon totenschnell auf der Decke. Au! Junge. Das war nicht ich. Ach, das ist sein böses Ich. Hä? Spricht da sein böses Ich? Kann das sein? Ist der so zwiegespalten? A nicely God and a evil God. Ist eh so ein schizophrener Boy. Würde mich nicht wundern, wenn er bald Regenbogenfarben trägt. Na dann. Helheim. Okay. Bei Tomb Raider war das beatemraubender. Ah, da. Warum ist es so? Komm her, Junge! Ganz ehrlich, haben mir die animierten Kämpfe bis jetzt... Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke doch jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Es gibt die Moral-Apostel-Lektion für den Jungen. Gehört in jedes gute Spiel. Ganz normal, damit habe ich ja schon gerechnet, dass das passiert. Jetzt wird ihm klar, was für ein Wichser oder wie der andere sagt, Hurensohn er eigentlich war. Und dann wird er normal und auf das Normale hin wird er unbesiegbar wie Son Goku. Was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Gute Idee. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Doch. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Richtig. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrochen. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Da ist es Helheim. Gebrünzel. So, warum ist da eine Scheibe?
Ich will ja nicht hetzen, aber schneller. Und... Also, ist doch für einen Gott nicht schwer. Warum ist der auf einmal da? Mann! Oh oh. Das kenne ich. Das macht Aua. Jammern! Damit kann ich die Dinge schon wieder aufrüsten. Na, so ist es doch eine ansehnliche Sache für mich, oder? So, warum ist es hier? Da ist eine Truhe. Warum ist da ein Seil? Hä? Verkackeierst du mich? Und das. So, das soll jetzt mal einer wissen, wie es da. Egal. Hier wird's weitergehen, meine Lieben.